Ja, hey Leute und willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge Let's Play GTA 5. Wir zocken die Mission 47, infiltriert, und danach gleich Mission 49, Träger, genau. Wo wir die Kahn nach Palido Bay hochfahren mit dem großen Laster. Jetzt aber erstmal infiltriert den JB700 aus den Filmstudios klauen. Wir müssen uns verkleiden. Molly gibt uns die ersten Anweisungen. Nicht wahr, Molly? Yep. Hey, Molly. Cool hier mit dem Efeu hier so, ne? Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. Next gen Efeu. You can get in wardrobe and play the part or try something else. Alright. When you're out of there and clear of studio security, call me. Okay. Wir müssen uns verkleiden als einer von diesen Stuntleuten. Nee, als einer von diesen. Ich glaube, als Schauspieler müssen wir uns verkleiden. Genau, finde den Schauspieler. Und dann klauen wir da den JB700. Übrigens eine Anspielung an James Bond. So, James Bond 007, also JB700, nur 007, nicht 700, 007, ihr wisst Bescheid. So, da ist unser Schauspielertyp. Übrigens, schöner Trailer hier. Schönes Chrom. So, den werden wir dann niedernocken hier. Sneaky Mode von hinten. Ganz gechillt. Und krass, wie stark Franklin ist, ja? Ich meine, er zieht den so am Hemdkragen, ja? Zieht er den so in den Trailer hier rein. So. Schönen weißen Swag an. Kann losgehen, würde ich sagen. Ab zum Auto. Zum James Bond Auto. Mit den fetten Knarren, die hier funktionieren. Hallo, was? Ja. Die hier funktionieren im Story-Modus, im Online-Modus leider nicht. Wäre ziemlich nice, wenn die funktionieren, ne? So einem DLC, einem James-Bond-DLC oder sowas. Hallo Steven Spielberg, what the fuck? Mecker mich nicht an, ich steig ein. Da ist schon die Schauspielerin. Meine Partnerin sozusagen. Du bist down. Ich kann übrigens nicht in die Ego-Sicht schalten, ja? Nur mal so, by the way. Aber eigentlich mache ich es ja in der Ego-Sicht. Ego-Sicht Facecam, freies Ziel, ihr wisst Bescheid. Aber ich kann die Ego-Sicht nicht anwählen. Ich weiß nicht warum. Ist vielleicht so von der Story so gewollt. Ich habe keine Ahnung. Gucken, kann ich schon die Stacheln aktivieren? Weil mit L3, wenn du L3 rein drückst, dann kannst du die. Alter, die zerrt bei mir am Lenkrad drum, glaube ich. Scheiße, Alter. Mit L3 kann ich die Stacheln aktivieren. Boah, du Sau. Ich glaube, das war die. Alter. Mit zwei Dudes müssen abhängen, wegen den Stacheln. Deswegen versuche ich hier Stacheln zu aktivieren hier. Alter, sie zerrt schon wieder am Lenkrad rum. Was soll ich? Ey, ich kick gleich raus im Schleudersitz. L3, ja, Stacheln. Warm. Scheiße. Wie Benefactor Schäfters, glaube ich, unterwegs. Oder Schwarzes. Benefactor Schwarzer. Ich schalte mal in die Kinosicht dafür. Dafür, dass ich ja keine. Ein paar NPCs mitgenommen, genau. So, schauen wir mal. Bäm! Ja, wir haben sie rausgekickt. Oh Mann. If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can reconfigure his route to meet you there. All right, cool. I got the car. No drama. Okay. Cool, wir haben schon geschafft. The money sink without the costs that drama can bring. What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Okay, also die Waffen müssen ja ausgetauscht werden in der Garage. Das werden wir gleich machen. Was machen die denn gleich? Fahren erstmal hin. Habt ihr ja gesehen, ne? Ich habe Molly mit dem Schleudersitz rausgedroschen, Alter. Die jetzt in die Luft katapultiert, auf den Boden aufgeknallt. Ich wollte eigentlich nochmal drüber fahren, dafür, dass hier so am Lenkrad rumgezerrt hat. War übelst nervig, aber egal. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen die Kahn noch nach Palito Bay hochbringen. Sehr schönes Bond-Auto, ja? Eine sehr schöne Kiste hier, der JB700. Ich hab mal, ja. Dubois-Chi JB700. So ein alter Dubois-Chi. Worauf basiert nochmal? Muss ich mal legen. Alter, jetzt habe ich das ganz vergessen. Also. Dubois-Chi war nicht Maserati. Ah, ihr wisst schon, denke ich, oder? So, wir sind angekommen bei der Garage. Aston Martin. Devin Weston ist schon am Rumdancen, der freut sich schon so ein bisschen. Hallo? Devin.
Kommt gerade wahrscheinlich vom Fitness-Workout oder sowas. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio. So what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there. Man. Wie er die Ghetto-Sprache so imitiert, das ist lustig. Genauso wie Trevor. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. Is what it is. It is what yeah, it is. Anyway, come here. Macht sie immer nur lustig. My legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Okay. Neuer Adjutant, neuer Partner, Lamar. Okay, nicht ein Kratzer, bla bla bla, schnelles Tempo und so weiter. Abschluss 90% Silber, fast Gold. What the fuck? Wir haben infiltriert geschafft und ich liebe diese Lamar-Szenen. Ich wollte es jetzt nur mal kurz nochmal erwähnen. Ich meine, da hätte man echt mehr einbauen können, weil Lamar, das ist halt so wie Trevor, bloß halt, ich sag mal, noch mehr im Guten. Ja. Noch so ein krasser Charakter, so ein witziger Charakter. Ich finde Franklin jetzt nicht wirklich witzig, der hat nicht so einen coolen Charakter wie Lamar. Da hätte man noch mehr Missionen mit Lamar einbauen können. Vielleicht gibt es ja ein Lamar-DLC bald. Anyways, das war infiltriert. Wir sehen uns gleich wieder bei, wie ist es gleich, Träger, wo wir die Kanne nach Palito Bay hochbringen. Ich mache einen Cut, bis gleich. So Leute, Mission 49, Träger. Was cracking? Hey, I jacked the last ride on that list. You ready to go? Shit, I'm ready to get paid, nigga. Crazy Man's got the other ones. Come meet me by Glass Heroes and Strawberry so we can do the damn thing. I'm on my way. Der kommt mir genau richtig. So, wir brauchen den letzten, allerletzten Wagen. Das ist ein Monroe. Chamberlain Hills, hol dir den Wagen. Nein, Musik aus. Fuck, nein, Musik aus. Alter. Nein. So, okay. Mit dem Habanero. Auf zum letzten Wagen, nämlich zum Monroe. Pegassi Monroe war es, glaube ich. Ein richtig geiler Klassiker. Ein Auto, was ich mit so richtig feiere. Gibt ja viele, aber das ist eins davon. So, was hast du da für Musik an? Lamar? Was hast du da für Musik an? Hier, schön. Wir können die Nummer... Ja, Ali Boomer, yeah. Nein, Radio aus. Ein Pegassi Monroe. Wunderbar. Schaut es euch an. Dieses Auto. Hammer nice. Okay, los geht's in der Ego-Sicht. Zum Anhänger vom Laster. How'd it go? Any problems? You know me, fool. Yeah, I do know you, fool. So what you think? Smooth as what's silk. Up? I'm thinking where the blood stains and the bullet holes and shit. Man, fuck. That amateur shit behind me. I'm a professional now. Like you and them old. Wie es hier gerade Lamar so nach vorn geworfen hat, ne? Ich hier so gebremst hab. No drama. No security. No one saying, who the fuck is this gangly motherfucker doing in my car? Nothing. That's worrying, man. Und that's some shady handbrake slide. Nein. Ich werde ja ein bisschen rumsliden, egal. Wir müssen jetzt hier auf den Laster rauf, ganz vorsichtig. Vorne wartet schon Trevor. Ja, komm. Warte, mal ein bisschen gerade, so. Ja. Nice. Und jetzt wird's wunderschön gemütlich mit Trevor, Lamar und Franklin im Führerhaus. Ich, gibt's eigentlich noch ein anderes Wort für Führerhaus? Ich weiß nicht, im Fahrerhaus oder so. Hier, ihr wisst schon, ein Teil hier drin, im Fahrerhaus hier. Guck mal hier, wunderschön, ne? Ne, ich meine, die Charaktermodelle sind echt gut gelungen, so die Haare, Hauttexturen und Bart und so. Trevor am Fahren. Lamar am Labern und Franklin, ich glaube, der macht gleich ein Nickerchen. Okidoki. Spät haben wir es. 14 Uhr irgendwas.
Und ich glaube, Trevor sagt hier an der Stelle, dass es, glaube ich, 4 Stunden dauern wird, bis er in Palito ist, oben in Palito Bay. Ja, ungefähr 4 Stunden. Und schauen wir mal, wir haben es jetzt 14 Uhr durch. Plus, minus. Paar. Also GTA-Stunden meine ich, ne? Ja, Franklin sagt, ja, er legt sich hin. Okay. Und wir werden uns ein bisschen, ja, Musik aus, Alter. Ein bisschen hier unterhalten mit Lamar. Und jetzt bin ich mir nicht sicher. Wollt ihr das jetzt sehen hier? In der Kinosicht zum Beispiel, weil Ego-Sicht war, glaube ich, ein bisschen langweilig, denn? Immer nur Trevor zu beobachten, wie er hier gerade hier mit Lamar rumlabert. Ich meine, hier das hier. Obwohl es ja ganz cool ist jetzt, dass man das jetzt so sieht, richtig? Dialoge und so. Oder Kinosicht halt. Ein bisschen die Karren beobachten. Ein bisschen, ja, Straße beobachten. Ein paar coole Kameraperspektiven. Ich glaube, ich mach gleich mal einen Cut. Warte mal, ich fahre aber erstmal auf die Straße hier, auf die große Autobahn. Wir können ja mal wunderschön die Karten sehen, ja, die ich alle geklaut habe. Also der Z-Type oben, dann darunter der Stinger, der Grotty Stinger. Dahinter der, lasst mal gucken hier, der Entity XF, der gelbe. Dann darunter der Cheater, der blaue. Dahinter oben der JB700 und darunter der Pegasi Monroe. Jetzt haben wir es alle zusammen, Alter. Okay. Auf die Autobahn! Ja, im Prinzip geht es in dem Gespräch hier, was sie jetzt gerade labern, um die ganze Background-Story, die ganze Hintergrundgeschichte mit, wie jetzt Trevor Franklin kennengelernt hat. Dann wurde halt von Michael vorgestellt und dann halt die Geschichte mit Michael und Trevor, die alten Stories mit Brad und so, dass er im Prinzip gelogen hat, was Brad angeht, dies und das. Und dann hält Lamar Trevor für eine weinerliche Schlampe. Ja, und ja, das halt, ne? Kurz nochmal Ego-Sicht. Brad ist unser Boy back from the day. And Michael killed him? Michael got him killed. He died when Michael faked his death. I thought Michael died and Brad was in the pen, when actually Brad was in the ground and Michael was in hiding. And now Michael's dead and it's all okay? Michael's current condition is unconfirmed. I said that. But if he was dead, you'd be cool because of this Brad dude who died whenever. Ja, anyways, ich würde sagen, ich mache mal einen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder Action gibt, ne? Bis gleich. Wow, 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 wir haben die Cops am Hals und Franklin ist aufgewacht und der muss irgendwas machen, weil ich bin am Fahren, Lamar ist am Sitzen, der ist zu faul. Nicht wahr? Franklin hat eine Idee, weil der sitzt so an der Tür, ne? Das ist seine Idee jetzt. Okay, Franklin steigt aus, wir müssen die Kinokamera schalten. Passt gerade? Ne, passt eigentlich nicht so, weil die Perspektive ist echt so beschissen. Alter, scheiße. Okay, ich fahre mal einfach ein bisschen langsamer, oder? Stört ja nicht, ne? Wir werden sie nicht gleich abknallen. Oder? Ja, Franklin, der muss hinterklettern. Der klettert jetzt zum JB700. Zum Bond-Auto. Was ja jetzt die Waffen, wo jetzt die Waffen scharf sind vorne. Ich glaube, die mussten ja, die wurden ja ausgetauscht von Devin Weston. Und dann werden wir ein bisschen rumballern. Los, Franklin, komm. Ja, reiß dich zusammen. Ich fahre schon extrem langsam. Bin ja schon extrem, halt das Ding extrem ruhig und... Mann. Okay, Entity XF, da ist er. Sieht übrigens sehr, sehr geil aus, die Karren. Richtig nice, die Next-Gen-Optik hier. Gefällt mir. Der Glanz, der Glanz. Der Glanz des JBs. Des JB700. Feinster Glanz. Und Franklin, der steigt jetzt ein. Und ich hoffe, er kriegt jetzt mal gleich gebacken. Kommt ein bisschen aus dem Knick. Los, mache. Okay, erstmal gerade machen die Karre. Ja, so, jetzt Franklin. Und los. Runner. Alles klar, coole Sache. Agent. Schaut mal hinten, was hier dran steht. Agent. Ja, eine Anspielung an das alte. Das heißt, das alte, das wurde mal angekündigt, dieses eine Rockstar-Game. Alter! Was geht? Was geht? Was zum Teufel? Alter, was ist das denn?
the fuck, Mann? Ey, komm, das war aber jetzt mal richtig scheiße. Was für ein Pech. Egal. Next try. Ja, Agent, ne? Dieses von Rockstar Games schon mal angekündigte Zweiter Weltkriegsspiel, wo du so als Agent irgendwelche Einrichtungen der Nazis infiltrieren musst. Was jetzt aber nicht weiter, wo es nicht weiter Screenshots gab und sowas. Okay. Ego-Sicht. Bam, bam, bam. Das sieht zu fett aus. Das ist irgendwie so eine Automatik-Shot oder sowas, hä? Ich fand's richtig krasses Kaliber und immer so schnell. So, Stacheln. Ihr kriegt Stacheln. Komm, Stacheln. Kino-Sicht, bisschen Stacheln. Scheiße, Mann. Oh, fuck. Bam, 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 bam. Ey, was? Er ist gleich rübergerutscht. Ihr habt das gesehen? Der Beifahrer ist rübergerutscht, weil der Fahrer verreckt ist. So, Stacheln. Die Stacheln. Alles klar, Stacheln for the win. Stacheln, 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 Stacheln. Feinste Stacheln. Feinste Stacheln. Feinste Stacheln. Noch mehr Stacheln. Noch mehr Stacheln. Noch mehr Stacheln. Noch mehr Stacheln. Mehr Stacheln. So. Fertig. Molly, was geht? Mr. Clinton, where are you? We're coming up to GO8. Man, the cops is all over us. They slowed us down some. That's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio Truck Stop. Be here soon. Ja, okay. Wir müssen jetzt zum Procopio's Truck Stop. Diese eine Raststätte da. Anhalten. Die kann abliefern. Für Molly. Für Devin Weston. Und ich habe so das Gefühl, ja, dass wir wieder verarscht werden. Ein paar Stacheln droppen. Und noch ein bisschen rumballern. Weil ich Bock hab. Weil ich einfach Bock hab. Ich meine, solange wir die Karre haben, ja. Solange wir die Karre haben. Stachel, Stachel, Stachel. Ninja. Ich bin ein Ninja. Ich bin ein erfahrener Ninja. Ja. Komm, wir müssen ballern hier. Stacheln ist jetzt genug. Genug Stachel-Action. Boah, Alter, guck dir das Kaliber an. Hilfe. Ich meine, die Kugeln, wie die einschlagen. Bam, bam, bam. Krasse Streuwirkung. Hier, dir, dir. Alter. Sieht so krass aus, wie das so sieht wird alles, ey. Boah, geil. Ey, das wünsche ich mir im Online-Modus. Ohne Spaß. Vielleicht zum Heist-DLC, da wird es ja passen. Ja. Schön die Cops beballern. Mit Bordwaffen. Hilfe! Hilfe! So. Was ja angekündigt ist, also was heißt laut Leaks angekündigt ist, hier die Insurgents, die Insurgent-Varianten. Einmal mit MG obendrauf und einmal ohne. Und dann ja der Karen Technical, der Karen Jeep, der Karen Truck da. Auch mit einem MG hinten drauf, der Ladefläche. Richtig fett. Und ich meine, wenn das geht, dann geht auch sowas hier, ja. Dann möchte ich auch so ein verdammtes James-Bond-Auto haben und damit ein bisschen rumballern. Wäre so eine Heist-Mission, oder? Oh hier, die arme Familie, sie wollte doch nur campen. Sie wollte doch nur campen. Entschuldigung. In Palito Bay, Alter. Okay, das war's. Kurz hier zum Missionskreis. Da ist Molly. Hallo, Molly. Wir haben hier eine Uzi. Hallo, Franklin. Hallo, Baby. Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of saying, Mr. Clinton. Let's go. Da fahren die Autos und wir haben keine Kohle. Weil Devin Weston, der will das in seine Alpha-Funds investieren, damit noch ein bisschen Geld generieren, ja, so ein bisschen mit unserem Geld arbeiten, was uns ja eigentlich schuldet. Uns dann das Geld irgendwann auszahlen, wenn er denkt, ja, es ist sicher. Okay, ja.
total verarscht wieder, ja. Und wir müssen langsam mal unser eigenes großes Ding drehen, damit wir selber mal zu ein bisschen Kohle kommen, weil unsere Kontakte, die zahlen uns irgendwie nicht aus. Leute, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ihr haut rein, ich bin raus. Bis denn.